Herr Kubitschek, Thilo Sarrazin hat gesagt, dass durch sein Buch Deutschland schafft sich ab in Deutschland so etwas wie Glasnost und Perestroika ausgelöst wurde. Wie würden Sie diese Aussage bewerten? Es sind große Begriffe, die er verwendet. Das sind immerhin die Begriffe, die für den Sturz des totalitären Systems Sowjetunion stehen. Und ich glaube, dass Sarrazin mit seinem Buch zunächst so etwas wie eine Perestroika vorhatte. Das heißt also eine Umwandlung der Gesellschaft hin zu einer meinethalben zukunftsfähigen Gesellschaft in seinem Sinne. Und dass er überrascht war, dass das der zweite Schritt vor dem ersten war. Dass sein Buch eigentlich etwas zur Voraussetzung nahm, was noch gar nicht vorausgesetzt werden kann. Nämlich Glasnost, die Transparenz der Argumente. Ich glaube, dass er deswegen sinnvollerweise jetzt ein Buch nachschiebt, das eigentlich das erste Buch ist. Ein Buch über die Meinungsfreiheit in Deutschland. Und sehen Sie es also auch so, dass die Meinungsfreiheit in Deutschland eigentlich gar nicht so gegeben ist, wenn man sich dieses mediale Sperrfeuer ansieht, was Thilo Sarrazin zu Anfang bekommen hat? Es ist eben nicht ganz so einfach wie in einem wirklich totalitären Staat, bei dem die Überschreitung einer bestimmten Meinungsgrenze tatsächlich sanktioniert wird. Bei uns ist die Sanktionierung feiner und sie liegt in einem medial-politischen Komplex begründet, der zum einen um sich selbst kreist und zum anderen eine bestimmte utopische Vorstellung der zukünftigen Gesellschaft zementiert hat, die er mit allen Mitteln verteidigt. Sarrazin hatte über eine bestimmte frühe Phase seines Buchs Angst vor sozialer Ächtung bzw. vor echtem sozialen Tod. Das hat er in einem Text für die FAZ vor Weihnachten so beschrieben. Und das sagt eigentlich alles aus über diese feinen Mechanismen einer Meinungslenkung und einer Meinungsunterdrückung in unserem Land. Nach Sarrazin ist dies in weiten Teilen so nicht mehr möglich. Wie schätzen Sie die Reaktion der Politiker in diesem Land ein? Anfangs gab es ja einhellige Empörung. Dann, als Sie gemerkt hatten, die Bevölkerung ist zu weiten Teilen auf Seiten Sarrazins, gab es dann ein Einlenken, sehr opportunistische Reaktionen dann. Glauben Sie, dass es außer Lippenbekenntnissen jetzt auch wirklich politische Maßnahmen geben wird, um die Bedrohung, die ja Sarrazin in seinem Buch dargestellt hat, die Bedrohung durch massive muslimische Integrationsprobleme, die in den Griff zu bekommen? Also ich glaube, dass es dazu tatsächlich noch zu früh ist. Es wird bei Wahlen ja nicht abgestimmt pro oder contra Sarrazin. Es wird wiederum komplex abgestimmt. Ne? Eine Partei steht eben für verschiedene so oder so vom Wähler wahrgenommene Themen. Erst wenn es eine echte, im Prinzip an Sarrazins Ansatz orientierte Partei gäbe, über die Druck auf das sogenannte etablierte Parteiensystem ausgeübt werden könnte, würde sich politisch vermutlich etwas ändern. Nun hat sich ja in Berlin bereits so eine Partei gegründet, die Freiheit, vom Ex-CDU-Abgeordneten René Stadtkewitz, wurde auch so ein bisschen bezeichnet, die Partei zum Buch. Was halten Sie von dieser neuen Bewegung? Das ist mit Sicherheit nicht der Mann, der es reißen wird. Also da muss schon ein anderer auftreten. Das muss ein völlig anderer Typ sein, ein Charismatiker ersten Ranges, der letztlich auch plausibel machen kann, warum es nicht Sarrazin selbst ist, der hier antritt. Sarrazin wäre selbst natürlich derjenige, der alleine von seinem lyrischen Namen her der Geeignete wäre, ja, hier die Masse sozusagen hinter sich zu bringen. Ja. Ich sehe in den Ansätzen, die es im Moment gibt und in denen, die bestehen und die jetzt versuchen, auf diesen Zug aufzuspringen, noch keinen Ansatz. Nun hat ja Sarrazin immer wieder gesagt, er fühlt sich in der SPD beheimatet. Er will damit auch sozusagen ins Grab gehen mit dem SPD-Parteibuch. Was könnte denn nun passieren, wenn die SPD dieses Parteiausschlussverfahren wirklich durchzieht und ihn wirklich rauswirft aus der Partei? Glauben Sie, dass dann bei ihm so eine Art Trotzreaktion kommen könnte in der Form, dass er dann sagt, okay, jetzt zeige ich es diesen Heuchlern mit einer neuen Partei? Also ich kann es nicht beurteilen. Ich muss Ihnen das wirklich sagen. Ich kenne Sarrazin zu wenig. Ich kenne ihn ja nur als,
als derjenige, der bestimmte Dinge veröffentlicht und auch zu einer immer klareren Sprache findet. Was er wirklich politisch täte, wenn die SPD ihm den Stuhl vor die Tür stellt, kann ich Ihnen nicht beantworten. Sie haben vorhin während der Podiumsdiskussion dramatische Szenarien vorhergesagt für Europa. Was glauben Sie, wird sich in den nächsten Jahren hier entwickeln? Ein finanzieller Zusammenbruch? Also sagen wir mal so, der Kitt, der diese sehr disparate Gesellschaft, die wir im Moment haben, also dieses Volk, letztlich dieses überfremdete Volk, der Kitt, den wir haben, das ist eben doch die prosperierende Wirtschaft, das ist das viele Geld, das man verteilen kann, mit dem eben jeder irgendwie zufriedengestellt werden kann. Ich sage, dass es dass Bruchlinien offensichtlich werden, wenn dieser Kitt fehlt. Also wenn dieses sogenannte Social Engineering, dieses ingenieurmäßige Reparieren von möglichen Bruchlinien aufgrund bestimmter Verteilungsmängel, bestimmter Geldmängel nicht mehr funktioniert. Dass es dann zu Bruchlinien kommt und alle Konflikte, die wir beobachten können, ob das jetzt die berühmten Tigerstaaten sind, die Rezessionen hinnehmen mussten oder andere, zeigen, dass es dann um die Frage wir oder nicht wir geht, um ethnische Bruchlinien geht, die Frage, mit wem kann ich mich solidarisch gegen eine Verarmung stemmen und wer ist eher derjenige, der mir versucht, hier sozusagen ein Stück des Kuchens wegzunehmen. Sie haben vorhin angesprochen, diese sehr starke, dynamische, junge Bevölkerung, migrantische Bevölkerung, die unter uns ist. Sie haben sicherlich die türkisch-islamisch-arabische Bevölkerung gemeint und Sie sagten, die einzige Möglichkeit, die wir noch haben, ist, dass wir die finanzielle Dekadenz praktisch auf diese Bevölkerungsgruppe übertragen. Sehen Sie es wirklich als einzige Möglichkeit und glauben Sie, dass das Erfolg haben könnte? Also Spengler sagt, Optimismus ist was für Feiglinge. Leider muss ich sagen, sehe ich schon, dass die Kraft, die sagen wir mal, viele europäische Staaten nicht mehr haben, eben in den letzten 150 Jahren aufgebraucht worden ist. Ja? Die große Zeit zwischen 1800 und 1950, alleine anteilsmäßig an der Weltbevölkerung, aber auch von der ganzen Dynamik her, ist nicht mehr da. Und ich habe diese Vorstellung, dass man letztlich zu einer Aufweichung des Kräftigen kommen muss, das uns bedrohen könnte, nicht selbst erfunden, sondern natürlich gelesen und rezipiert es hier nur. Muss auch sagen, dass es für mich eine Horrorvorstellung ist, dass ich mir aber durchaus diese Prognose oder dieses Szenario so vorstellen kann. Also dass das tatsächlich eine beinahe überzeugende Alternative wäre, einfach zu sagen, konsumiert mit, werdet wie wir, werdet so dekadent wie wir letztlich und wir geben euch etwas ab davon. Glauben Sie nicht, dass es auch eine Alternative wäre, mit politischen Maßnahmen dieses Problem in den Griff zu bekommen? Wir sehen jetzt überall in Europa, dass sich politische Parteien etablieren, immer mehr Zuwachs bekommen, die versuchen eben mit politischen Entscheidungen das Problem in den Griff zu bekommen. Also ich glaube, dass es da wiederum, dass Sarrazin da wiederum recht hat, wenn er sagt, dass das Ganze nur staatssozialistisch ginge. Und das heißt also, dass er einen bändigenden Zugriff auf die Masse möchte, der weit über das hinausgeht, was wir unter staatlichem Eingriff mittlerweile oder derzeit gewohnt sind. Ne? Und das ist natürlich auch, kann man sagen, das Ende eines Systems. Ja? Sogar das, was Theoretiker wie Martin van Krefeld, dieser israelische Militärtheoretiker und Militärhistoriker, prognostizieren, dass sie sagen, das Ende des Liberalismus mündet in eine militärisch abgesicherte Diktatur, also letztlich einen extremen Polizeistaat, der diese ganzen auseinanderspratzenden Kräfte in irgendeiner Weise gebündelt hält. Und auch das ist natürlich keine Vorstellung, mit der man sich anfreunden möchte. Also der demokratische Staat ist an den Grenzen seiner Möglichkeiten in dem Sinn gekommen, ja? Sagen wir mal so, er ist, glaube ich, schon zu retten. Aber die Maßnahmen,
die ihn retten könnten, sind so dornige Maßnahmen, dass er sich auf seltsame Weise damit nicht anfreunden kann. Okay, herzlichen Dank.